Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015, Folge 39. Mit Marc. Wie immer. Ja, von mir nochmal willkommen zur Folge 39. Ja, das war's. Ja. Ja. Ist dein Gast noch da? Ja. Ich dachte nur gerade eben. Mal gucken, wie warm nachher der externe Festplatte ist, wenn ich fertig bin. Das läuft jetzt schon seit Ewigkeiten am Dauerlaufen. Also ich habe jetzt ungefähr 4 Liter verfahren auf der ganzen Strecke. Wenn ich Glück habe, könnte ich vielleicht es schaffen, bevor der Tank komplett leer ist, noch eine Fahrt zu machen. Würde ungefähr 1 Liter übrig bleiben. Soll ich es probieren? Ich habe Marc befragt, nicht dich. Was meinst du? Naja. Den Hänger kann man holen. Traktor steht halt irgendwo in der Pampa. Den kriegen wir auch nie wieder voll getankt. Vielleicht sollten wir mal einen Schlepperwechsel machen. Okay, also noch eine Runde. Oder hol einfach den blauen Schlepper. Da geht der Hänger nicht dran. Der Traktor ist so groß für den Hänger. Der ist nur für Maschinen gedacht. Wir haben noch 6000 Liter ungefähr. Ich habe hier gerade. Also mein Cooper, den Schlepper, der hat noch um die 64 Liter. Okay. Ich habe noch 5 Liter und ich habe 4 gebraucht. Also wird das mit der Rückfahrt nichts mehr. Ich habe 4 Liter für Hin- und Rück gebraucht, also ich werde das gerade so hinkriegen, schätze ich mal. Wenn nicht, schiebt man einfach zum nächstbesten Tankdingen. Und tankt ein paar Tropfen Sprit rein oder kauft einen Tankwagen. Okay, 4 Liter, das könnte eine sehr enge Sache werden. Bis auf dem Hof direkt neben das Tankding fahre ich, damit wir irgendwann tanken können, wenn er leer ist. Und ich fahre am besten jetzt auch noch gleich Abkürzungen, dann hält der Sprit noch eher. Ich muss ja nicht auf den Straßen fahren, ich habe ja Abkürzungen. Das hier wird jetzt eine sehr enge Sache, das ist jetzt schon ein bisschen mit Action verbunden. Ja gut. Wie oft ist mein Tank auf 4 Litern unten und du willst trotzdem noch was mit wegfahren? Das ist so gut wie nie. Ja, das kommt, wenn man zu viel Geld hat. Okay, ich habe noch 4 Liter am Tank und bin gleich am Ziel angekommen. Also es läuft momentan ziemlich gut. Ich werde es noch bis zum Tankdingen schaffen, wenn es vorausgesetzt ist direkt am Hof. Ansonsten bin ich vielleicht ein bisschen am Arsch. Wo ist denn das Tankdingen, weißt du das? Fuck, beim Händler. Ist der Hof auch eins? Warte mal, Tankstelle. Ist das hier angezeichnet? Nein. Doch. Fuck, ich muss bis zum Händler gurken. Nein, so eine Scheiße. Okay, es könnte sehr, 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 sehr eng werden, das Ding bis zum Ziel zu bringen. Ich würde mal sagen, ich fahre mit dem Ding direkt bis zum Händler rüber. Den kürzesten Weg. Und von da aus hole ich dann den Hänger mit einem anderen Traktor ab. Bitte reich aus, du scheiß 3 Liter im Tank. Oh Gott, das wird so eine enge Sache. Das hab ich. Wäre nicht das erste Mal, dass ich 3 Meter vor der scheiß Tankstelle stehen bleibe. Und einen Kack-Tankwagen kaufen muss für die 3 gottverdammten Meter. Wenn es ein dicker ist, dann kriegst du nicht geschoben mit dem Rest, den du hast. Na gut, hierbei müsste es gehen mit Schieben. Okay, jetzt bin ich schon so ein ganz kleines bisschen in Panik, dass es nicht ausreicht. Komm, das schaffen wir noch locker, wir haben noch 3 Liter. Sag es mir nicht, ich guck jetzt nicht mehr hin. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Gott sei Dank, ich bin bei der Tankstelle. Das kann nicht passieren. Ich habe 2 Liter. Ich hätte auch noch mal am Hof vorbeifahren können. Na, wäre noch knapper geworden. So, hier parken wir jetzt direkt neben der Tanke. Ja, Marc, danach. Scheiße, wir haben ja keinen Traktor, wo es dran passt. Marc, guck mal gerade mit dem. Bitte lass uns den dran passen, ansonsten sind wir auch wieder am Arsch. Ich finde immer eine Lösung für jedes Problem.
Das, nee, das werde ich nicht mit. Oh. Wir müssen da 50.000 zurückzahlen, Marc. 50.000. Ja. Also jetzt mit dieser nächsten Fuhre. Ja, ich habe jetzt alle Fuhren hingefahren, jetzt noch 50.000 zu fahren, zahlen. Naja, es geht. Tanke hin? Also es kann wahrscheinlich noch eine Ernte oder zwei Ernten noch kosten. Das ist was? Noch ein oder zwei Ernten. Ich glaube eineinhalb Ernten werden es noch sein. Mit etwas Glück eine. Und dann könnten wir endlich ins Plus kommen. Ja. Der hier ist auch schon auch noch ein Drittel, der hier. Marc, hier müssen wir ganz kurz Traktor tauschen. Arbeite erstmal weiter, ich komm noch angefahren. Da habe ich keine Tankstelle. Was will ich dann machen, wenn ich auf dem Hof stehe? Ich hätte über den Hof zur Tankstelle fahren können. Da hätte ich einen Hänger auf dem Weg noch abstellen können, aber jetzt ist es zu spät. Ja, weiß ich, hier rollt nichts. Marc, pass auf, jetzt kommt nicht mehr schnell Traktortausch. Du kriegst jetzt den blauen und ich nehme den purpeligen und gehe den Hänger holen. Wie auch immer du das machst, immer so Streifen übrig bleiben. Das ist bei mir noch nie passiert. Ich werde das nachher kontrollieren, dass das ganze Feld komplett einfarbig braun ist. Komplett. Mit einer Lupe. Und könntest du jetzt vielleicht auch mal... Du wirst sogar aussteigen. Angehalten. Wirst du dafür sogar aussteigen. Ja. Ich muss nur noch schon kurz auspacken und dann nimmst du den großen, Alter. Und ich werde jetzt hier mal schnell den Hänger holen gehen. Alter, 60 Liter, das geht noch. Endlich mal was Gescheites. Ja, du kriegst das Puppelding wieder. Den großen brauche ich ja für den Flug, aber noch brauche ich einen kleinen, um Hänger zu holen. Ja, Flügen mache ich ja auch, deswegen. Ja, deswegen kannst du ihn ja fahren. Ich fahre den Puppelding in deinem Grubber weiter, wenn du dann nicht fertig bist mit dem Grubbern schon. Ist ja schön so, ist auch gut so. Warte, falsch abgebogen. Egal, ich komme halt trotzdem hin. Ja, Marc, du arbeitest hart. YouTube Money. Let's play. Moment, wenn ich hier lang fahre, ist es viel schlauer. Ja, so fahre ich auf der Map auch nicht rum, also sagt nichts. Ausnahmsweise. Nein, ich meine nicht dich. Ich geht dir gleich mal schlecht. Was ist denn schlecht? Hobbylos, nein. Nicht. Das ist nichts, was dich interessiert. Du musst auch die ganze Karte auswendig sein, muss man aber auch so hobbylos sein, um das Spiel die ganze Zeit zu zocken. Aber da muss man mal ziemlich hobbylos sein, um die Karte auswendig zu lernen. Ich gucke mal kurz auf die Mini-App, so zack, dann weiß ich, wo ich hin muss. Fertig. Das ist eine Sache von einer Sekunde oder so. Außer ich mache Routenplanung, dann dauert es vielleicht mal eine Minute. So, Marc, ich habe nur 2 Liter Sprit verfahren beim Hänger holen. Ich glaube, den Hänger mache ich mal sauber. Der Traktor kann dreckig bleiben, aber der Hänger muss mal sauber sein. Einfach nur, damit unser Getreide mehr Geld einbringt. Einfach nur, weil aus so einem dreckigen Hänger wollte ich keinen Raps geliefert haben, der sogar auf der Ladefläche dreckig ist. Ja, das stimmt. Ja, was dachtest du denn, wie ich parke?
War auch genauso geplant. Alter, zurücktauschen. Ja und, Marc, zurücktauschen. Steck aus. Ich tue jetzt einen Flug dran, also hängen an und lassen für mich stehen. Ich hole jetzt einen Flug. Alles klar, ich gruppe dann mal weiter. Nee, Alter, kannst du. Nee, Alter, mach Pause. Du darfst ausnahmsweise mal Pause machen, damit du gleich einen Flug angedreht kriegst. Ja, ich weiß, ich flüge, ich gucke jetzt weiter, weiß Bescheid, ne? Ja. Nein! Ich wünsche dir viel Spaß beim Flügen, ne? Weißt du, wie scheiße Flügen ist? Du hast dich ja dafür entschieden. Ich hab mich nicht dafür entschieden. So eine Kacke. Hier mal, komm ran. Komm, hol dir deinen Flug, los, komm her. Ja, komm, Marc, sei im Raum, Marc, ja, komm her, hol dir den Flug, ja, komm her. Oh Gott. Na, immerhin zieht er einen nicht zur Seite, das geht ja schon mal. Was hast du eigentlich immer dagegen zu flügen? Es ist langweilig. Es dauert ewig. Na gut, dann musst du einsehen, viel Spaß. Du glaubst gar nicht, wie lange einsehen. Du glaubst gar nicht, wie lange einsehen dauert. Ja, das ist ja auch scheiße. Mit genau. So einer kleinen Seemaschine. Gedüngt werden muss auch noch. Das ist ja einfach. Du musst erstmal fertig grubbern, sowieso. Wie die ja, grubbern. Kein Spaß. Ich mach grubbern freiwillig. Mach ich auf jeden Fall lieber als das hier. Weil allein schon, dass der Pflug schön, wenn man schief zweimal geht. Über das Feld mit dem Kober fahren könnte. Statt zu pflügen, meinst du? Ja. Ja, das wär's irgendwie. Keiner hat Bock zu pflügen irgendwie. Das Bescheuerte ist ja, der Pflug ist auch so schief, also musst du immer nochmal aus dem Feld rausfahren. RSL hast du immer komische Kanten am Feld gehabt nachher. Stunden später. Bestimmt schon alle bei neuen Folgen, ey. Ja. Müssen wir halt jetzt arbeiten, wenn man ordentlich mag. Dann haben wir ordentlich Folgen raus. Dann haben wir auch mal. Dann kommen wir mal ein bisschen voran und dann habe ich mal wieder ordentlich was zu bearbeiten, bevor du das nächste Mal holst. Ja, zum Glück. So lange dauert das Bearbeiten bei mir nicht. Ja, ist halt leider so. Weil ich gut bin, weißt du? Bei der dritten Reihe von bestimmt 500. Warum ausgerechnet jetzt das Telefon? Ja, hi. Ja. Geht. Nichts. Nein! Mach gerade Let's Plays. Mit einem Headset, weil mein Headset kaputt ist, muss ich jetzt etwas im Lager nehmen, was keinen Mute-Knopf hat.
Wie viel Uhr? Okay. Muss ich morgen andere Klamotten anziehen oder reichen noch die von Dingenskirchen, falls wir uns dann doch ins Wasser schmeißen? Ja, aber ich meine, reichen die Klamotten, die ich jetzt hatte beim Kartfahren auch? Gehen die dann noch? Nein, ich hatte keine Jeans an. Eine kurze. Gut. Ja. Ja. Ich brauche nichts Besonderes. Ja. Ciao. Nochmal angerufen von meiner Mutter. So. Das habe ich irgendwie schon vorausgesehen. Ach ja. So, das war's jetzt auch mit Folge 39. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015. Ciao. Ciao.